Nervosität, Wut und Verzweiflung wachsen mit jedem Tag in den griechischen Flüchtlingslagern, in denen viele Tausende nach wie vor eisern aufs Weiterkommen nach Nordeuropa hoffen. Sowohl die Menschen, die es bis auf die Inseln der Ägäis geschafft haben, als auch an der mazedonischen Grenze. Die Bedingungen haben sich kontinuierlich verschlechtert und immer mehr wütende Migranten wollen ihre Weiterreise erzwingen, weil das Ausharren ohne Hoffnung kaum mehr zu ertragen ist. Das inoffizielle Flüchtlingscamp im Hafen von Piräus gestern Abend. 5000 Menschen sitzen hier fest. Sie gehören zu den Flüchtlingen, die es noch rechtzeitig aufs griechische Festland geschafft haben. Seit der Flüchtlingspakt zwischen Europa und der Türkei gilt, kommt hier kaum noch jemand an. Verzweifelt sind jetzt vor allem die, die noch auf der anderen Seite sind, in der Türkei oder in Syrien und darauf hoffen, dem Krieg zu entkommen. Sie fühlen sich komplett alleingelassen und auch in der Türkei ist es nicht sicher. Even in Turkey, it isn't that safe. Der Weg in die sichere EU seit Montag endet er hier, im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Bislang eine offene Aufnahmeeinrichtung, in der sich Flüchtlinge registrieren konnten. Doch mit dem Flüchtlingspakt hat sich das geändert. Das Lager ist von Stacheldraht umgeben. Wer Lesbos jetzt noch erreicht, wird mit Polizeibussen hierher gebracht und festgehalten. 2000 Menschen sind es bereits. Über deren Abschiebung entscheiden künftig EU-Beamte gemeinsam mit türkischen Kollegen. Ab wann genau dieses Verfahren beginnt, ist unklar. Aus Protest gegen dieses System haben die Ärzte ohne Grenzen ihre Arbeit im Lager Moria eingestellt. Das UN-Flüchtlingshilfswerk spricht von einem menschenverachtenden Zwangslager. Bis jetzt haben wir die Behörden mit Infrastruktur und humanitärer Hilfe unterstützt. Jetzt werden wir beobachten, schützen und beraten. Wir müssen sicherstellen, dass die, die in Moria ankommen, eine Aussicht haben, legal weiterzureisen, dass sie erklärt bekommen, wie sie Asyl beantragen und welche anderen Optionen es gibt. 300 Kilometer weiter nordwestlich an der Grenze zu Mazedonien. Hier sitzen Flüchtlinge seit mehreren Wochen fest. Das Camp in Idomeni ist nach wie vor überfüllt, genau wie die vielen Lager außenrum. Die Verzweiflung der Menschen ist so groß wie nie zuvor und Protestaktionen wie diese Straßenblockade gestern werden immer dramatischer. Hier sind Kinder, sind das Menschenrechte? Wir sterben langsam, ruft dieser Mann. Die hoffnungsvolle Frage der Menschen hier, wann öffnet die Grenze wieder? Doch der Flüchtlingspakt gibt darauf keine Antwort.